Hallo und herzlich willkommen am 1. Oktober 2021. Wir ziehen heute eine Karte aus dem Seelen-Orakel-Deck. Aber bevor ich starte, hier ist die E-Mail-Adresse, an die ihr euch wenden könnt, falls ihr ein privates Tarotkarten-Reading braucht, sarvayoga@web.de. Und falls ihr meinen Kanal abonniert, bitte nicht vergessen, auch auf die Glocke und auf alle zu klicken. Dann kriegt ihr immer eine kleine Mitteilung, wenn ich ein neues Reading hochlade. Dann wollen wir mal schauen, was das schamanische Seelenorakel für den 1. Oktober 2021 so hergibt. Mal schauen. 1. Oktober bitte, was kriegen wir für eine Energie bitte? Okay, wir haben der mystische Schamane. Ich werde gleich nachschauen, was hier mit der Nummer 38 gemeint ist. Die Essenz. Dieses ist das Symbol des Erschaffers von Mythen, des Geschichtenerzählers, welcher dieser Geschichte weder entstammt noch von ihr definiert wird. Stattdessen beobachtet er sie, entwickelt sich mit ihr weiter, nimmt alle Aspekte von ihr wahr. Daher steht der mystische Schamane für die Fähigkeit, eine neue Geschichte, einen neuen Mythos zum Leben zu erträumen. Er ist ein Tänzer zwischen Wolken, hat sich den Mantel der Welt locker um die Schultern gelegt und erschafft sie durch seinen Gesang. Er mahnt uns, in der Welt zu sein und sie zu bereisen, aber uns nicht von ihr definieren zu lassen oder allzu sehr an ihr zu hängen. Es handelt sich hier um das Symbol der wahren Alchemie, denn die Elemente des Lebens haben einen spirituellen und einen materiellen Aspekt. Wenn wir uns daran erinnern, werden wir Wunder und Manifestationen aller Art ermöglichen. Die Einladung. Das Erscheinen des mystischen Schamanen stellt die Einladung dar, ein Leben ohne Anhaftungen in Erwägung zu ziehen. Du bist aufgerufen, dir dein Leben selbst zu erschaffen und zu erträumen, deinen Inspirationen und göttlichen Impulsen zu folgen, ohne dich auf eine bestimmte Erfolgs- oder Heldengeschichte zu fixieren. Bist du in der Lage, die Geschichten, die du dir und anderen erzählst, unvoreingenommen zu betrachten? Wie wäre es, wenn du dir selbst zum Mysterium werden könntest? In welchen Menschen würdest du dich verwandeln, wenn du mit den Storys, die dich bis heute definieren, aufhören würdest? Du musst nicht in der Vergangenheit leben. Wie wäre es, wenn du dich niemandem erklären müsstest, nicht einmal dir selbst? Zu deinem ganz persönlichen, außerordentlichen Leben gelangst du, indem du zu einer unbeschriebenen Tafel wirst, auf der deine Träume und Wünsche nach Belieben Gestalt annehmen dürfen. Das Ergebnis könnte ein Leben sein, das selbst deine verwegensten Träume noch in den Schatten stellt. Die Medizin. Pass auf, worum du bittest. Der mystische Schamane warnt dich davor, dich allzu sehr an eine bestimmte Zustandsform zu klammern, von der du dir Glück, Wohlstand, Ruhm, Liebe oder etwas anderes erhoffst. Doch angenommen, dein Traum würde sich erfüllen, hast du auch daran gedacht, was du bereit wärst, dafür zu opfern? Vielleicht hast du dir schon ewig eine bestimmte Geschichte erzählt, die Geschichte, dass du nur glücklich und endlich angekommen sein wirst, sobald dieses eine bestimmte Ziel erreicht ist. Dass du nicht einmal bemerkt hast, dass du längst nicht mehr die Person bist, die sich diesen Ausgang gewünscht hat. Womöglich hast du diese Geschichte auch schon ganz hinter dir gelassen. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dir einzugestehen, dass du eine neue Geschichte brauchst, die mehr dem Menschen entspricht, in den du dich inzwischen verwandelt hast. Im Kontinuum eines Lebens ist der gegenwärtige Moment nur einer von Abermillionen anderer Augenblicke. Lass ihn los. Lass ihn bloß eine Geschichte sein und zieh weiter. Noch viel bessere Geschichten warten darauf, erzählt zu werden. Ja, diese Karte bringt uns bei, dass wir uns verlieben sollen in den Menschen, der wir geworden sind. Das heißt, wir sollen uns mit dem gegenwärtigen Moment nicht einfach nur abfinden und nicht nur akzeptieren, dass die Dinge so geworden sind, wie sie sind, sondern wir sollen uns in unsere ureigene Geschichte, wie wir jetzt sind, sogar verlieben. Ja? Also nicht irgendwelchen nicht erreichten Zielen nachtrauern, sondern stattdessen sich freuen über das, was im Moment ist. Das ist immer eine schöne Erinnerung. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist, aber wir können es ja versuchen. Ja? Ich freue mich, dass du da warst. Danke dafür und falls es dir gefallen hat, lass ein Like unten und wir sehen uns morgen. Tschüss!